Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Infamous Second Son. Oh, bitte was? Das Problem ist, dass ich gerade keine Fähigkeiten habe und. Gerade nicht so. Ne. Gerade nicht gut. Gut, wir machen weiter auf jeden Fall. Sorry, liebe Leute, dass ich jetzt gerade ein bisschen. Ich habe gar nichts mehr an Kräften. Krass. Ich kann nicht mal mehr klettern oder beziehungsweise durch die Gegend springen. Okay, dann müssen wir das so zu Fuß machen. Ja, wir waren in der letzten Folge und da haben wir den Wächter, der Engel besiegt. Nach einem harten Kampf über so viele lange Folgen. Ich habe 3, 4 Folgen, aber was gebraucht, bis wir den. Ja, 4 Folgen. 3 Folgen waren es. Oh, warte mal, ich kann. Kann ich was versuchen? Neon entziehen? Warte mal, wo ist denn der? Nee, Neon. Nee. Ich habe echt gar nichts, dass ich irgendwas. Ich kann weder Rauch entziehen, noch Neon entziehen. Ich muss jetzt also. Tatsächlich. Diese Stelle erwarten. Krass, ich habe ja mal gar nichts. Ich kann nicht mal mehr an den Dings machen. Krass, ich muss Treppen laufen. Na gut. Wenn überhaupt. Das heißt, wir sollten uns definitiv nicht mit dem DUP anlegen. Da ist Reggie. Oh. Gott sei Dank bist du hier, Reg. Ich brauche deine Hilfe, Mann. Du sagst, du hast deine Kräfte alle verloren. Ja. Ja, ich habe alle Kräfte verloren und zwar Rauch und auch Neon. Ich bin nicht mal bis zu Videos. Das ist toll. Das sind tolle Nachrichten, Mann. Was zur Hölle soll daran denn toll sein? Es sind 1000 DUPs hinter mir her und ich habe nichts in der Hand. Überleg doch, wir wollten ein Heilmittel für dich finden. Und das ist es. Das ganze Bioterroristenzeug. Es ist weg. Dalsin, wir können jetzt heimgehen. Heimgehen? Hör zu, du hast wirklich alles versucht, okay? Der Stamm weiß das, ich weiß das. Es ist ein Wunder, dass du überhaupt überlebt hast. Hey, bitte, können wir nicht aufhören, solange es noch gut für uns läuft? Sag mir die Wahrheit. Du ich wärst, würdest du aufhören und heimgehen? Auf jeden Fall, wenn ich du wäre. Nein. Ohne meine Warte. Kräfte werfe ich eben einfach mit Steinen. Aber ich kriege Augustin. Mir wäre es allerdings lieber ohne die David- und Goliath-Steine-Geschichte. Also brauche ich deine Hilfe. Tja, du scheinst ja offenbar schon fest entschlossen zu sein. Also, wozu brauchst du mich? Tja, wenn es noch eine Chance gibt, meine Kräfte zurückzubekommen, dann nur durch eins dieser Kernrelais. Na klar. Aber verdammt, Reg! Ich kann keins dieser Teile ohne Kräfte aufbrechen, okay? Also brauche ich eigentlich nicht dich, sondern deine Waffe. Nein. Nein, 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 nein. Du kriegst meine Waffe nicht. Keine Diskussion. Du. Scheiße. Aber vielleicht überlasse ich dir ja ein paar von meinen Kugeln. Danke, Mann. So, ich glaube, ich habe wieder ein bisschen Kraft. Die Frage ist, welche Kraft haben wir? Was gibt's Neues? Das WOC. Mal ein kleines Stück zurück. Ah, gut, dass ich zurückgegangen bin. Ja, vielleicht gibt's bei der nächsten Kraft ja Projektile oder was weiß ich, Schläge. Ich rufe dich dann an. Oh nein, ich komme mit dir. Nein, 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 vergiss es. Ich komme klar. Hör zu, falls du nicht vorhast, das nächste Kernrelais durch Unsichtbarkeit zu öffnen, brauchst du mich noch. Außerdem, du weißt gar nicht, wo es ist. Folgen Sie Reggie zum nächsten Kernrelais. Na gut. Na komm. Ich schätze, wenn man nur noch eine Kraft übrig hat, ist Unsichtbarkeit gar nicht so schlecht. Du sagst es. Ich träume seit der Pubertät davon, was ich tun würde, wenn ich unsichtbar wäre. Und damit endet diese Unterhaltung. Ich will das gar nicht wissen. Sehr gut, da ist das nächste. Da ist es. Okay, Reg. Dann öffne es doch mal auf Cop Art. So. Wir kriegen eine neue Kraft, die ist dann in Videokraft.
Jackpot! Ja, das hoffe ich, denn da kommt ein Schwarm DOPs auf uns zu. Na, ist das cool oder was? Ja, hey, ich hab gesagt, geh in Deckung! Keiner hat mich kommen sehen. Oh, ja. Ich denke an etwas und erschaffe es. Die Kraft ist ganz cool. Perfekt. Bist du okay? Ja, alles gut. Die ist cool, die Kraft. Auf zum nächsten Kernrelais. Sorry, aber es wird zu gefährlich für dich mitzukommen, Kleiner. Okay, lassen Sie Reggie zur eigenen Sicherheit zurück. Deswegen mache ich mich gerade unsichtbar. Okidoki. Wo ist jetzt das nächste Kernrelais? Hey, kennst du mich noch? Ich bin der Typ, der weiß, wo das nächste Kernrelais ist. Ja, du musst kurz in die Warteschleife. Eugene, hier ist Delson. Hör mal, deine Blatterfreunde haben doch bestimmt die Gegend ausgekundschaftet, oder? Ja. Gut. Du musst für mich was suchen. Kennst du diese Leuchtkästen, die das DOP überall platziert hat? Klar. Warte mal. Da ist ein so ein Ding in deiner Nähe. Danke. Oh, hey. Super. Ich habe gesehen, wie ein paar potenzielle Bioterroristen auf der Straße bedroht wurden. Was sagst du? Ich habe ja dieses neue Schwert. Wir könnten helfen. Das Schwert ist voll cool, stimmt's? Ich weiß, echt cool. Na, interessiert? Nein, nein, schon gut. Im Tal des Todes. Gut, dann holen wir uns jetzt. Und jetzt bitte nicht umfallen. Ich brauche nur neue Kraft. Eindeutig. Wenn ich schon hier bin, kann ich das auch anzapfen. So, wir haben eine neue Kraft. Und die sich da nennt Videokraft. Wir haben die Kraft der Engel. Ja, geil. Der. Gute Nacht, mein Freund. So. Wir laden uns mal wieder ein bisschen auf. Das wird der Gag auf Partys. Definitiv. Wir müssen wieder. Ich weiß auch nicht, wo der herkommt. Ich glaube, der kommt für die oben oder so. Hui. Bei deinen Dämonen, aber ich werde von DUP-Scharfschützen angegriffen. Du musst mir hier helfen, Kumpel. Schon okay, alles gut. Ich schicke dir ein paar Engel. So, wie sollen wir ein Kernrelais finden? Ach, jetzt kann ich weglaufen und mich verstecken. Was kommt als nächstes? Bestens. Oh, hör zu, Mann. Sie ist
Mann, der bist du echt nicht gewachsen. Ich meine, man muss erst krabbeln können, bevor man auf den Turboschlitten aufspringt. Oh. Oh, ich... Ist der Typ, der den Unfall verursacht hat, ist der entkommen. Wow. Wusste hatte nur davon vermeldet, dass er nach Hause zu seiner Kleinen. Ich kümmere mich schon bald um Augustin. Da ist er! Ich hoffe! Oh, ein Tor, Doppling! Borton ist balliert! So, aber gut, gute Nacht gesagt, mein Freund. So, wir sollen uns da weiterhin unser Dings holen. Dann gehen wir zum letzten Punkt. Und ich dachte schon, es kann nicht noch besser werden. Das Geilste ist, wenn du dann... Das Ganze, wenn du fast quasi... Wenn man direkt im Fallesland steht. Gut, diesmal ein paar Flügelmänner dabei zu haben. Mal sehen. Ich kann unsichtbar werden, zustechen und wegrennen. Nicht gerade die beste Flugabwehrstrategie. Ich kletter hier mal kurz hoch. Scheiß Diopie, geh mir auf den Sack! So. Wollt ihr hin? Jetzt kommt doch das Beste! Ich will nicht undankbar sein, aber schickst du mir das nächste Mal bitte etwas weniger feige Dämonen? Ich dachte, die sollten dich nur warnen. Alter, solche halben Sachen kannst du nicht bringen. Wir Conduits müssen uns umeinander kümmern. Okay, nächstes Mal. Versprochen. Hab noch eins gefunden. Gut, das ist nicht weit weg. Danke. So, dann verpissen wir uns mal hier wieder direkt. Das COP, das kümmern wir uns später drum in diesem Viertel hier. Feuerwerk, Mann! Ich bin hin und weg.
Oliver. Keine Angst. Dort wartet Hilfe auf dich. Gut zu wissen, dass deine Jungs diesmal Eier in der Hose haben. Sie sollen mitbringen, was sie haben. Ich brauche hier Hilfe. So, dann haben wir das letzte Kernrelais. So, jetzt kann ich wahrscheinlich auch damit schießen, Gott sei Dank. Fuck you, ey. Das sind ziemlich viele gewesen auf einmal. Ja! Vorwärts, Freak Team! Okay. Oh, die Engel sind da. Ist das schlecht? Aber vielleicht hast du ja schon genug Kräfte. Hey. Komm mir jetzt nicht so, okay? Wenn wir es wollen, gibt es nichts, was ein paar coole Conduits und eine Armee von Engeln und Dämonen nicht schaffen können. Die Engel sind unsere Freunde, ne? Ich rufe an, wenn ich da bin. So, haben wir noch ein paar? Wieder vorne ist noch ein Auto. So, haben wir jetzt mal wieder. Nee, nee, geht nicht. Ich brauche Video. Video mit. Oder jetzt? Ich verschwinde mal hier gerade so ein bisschen. Komm mal raus da. Mm-hmm.
Na, ich fand die Neonkraft eigentlich ganz cool. Wie aus der Fernsehwerbung. Ja, die ganze Dinger müssen wir noch machen, ne? Okay, Eugene, das ist der Plan. Ich schleiche mich seitlich an. Juhu! Und okay, Plan B. Komm schon, Eugene. Du hast doch noch mehr drauf, du cooler Conduit. Okay, Leute, gewinnen wir für den Gamer. Boah, was ist hier los, ja? Weil das Gute ist, dass die Engel auf unserer Seite sind. Die sind über uns. Das heißt, ich kann mir nur das Kernrelais holen. So, dann machen wir mal kurz eben Besuch hier, meine Freunde. Hier kommen Himmel, Hölle und Delzin. Oh, Mann, Eugene, du hast mir was verheimlicht. What the fuck, Alter? Himmel, Hölle, Delzin und Eugene. Nein, nein, nein. Wer den Ruhm will, muss herkommen und sich die Hände schmutzig machen. Ich weiß nicht. Ich kann nicht so gut mit Menschen. Blödsinn, du kannst toll mit Menschen. Hast du nicht gehört, wie der Typ, den du gerettet hast, gerufen hat? Eugene ist der Beste! Woher kannte der meinen Namen? Das weiß ich, Alter. Frag den Nächsten doch persönlich. Kann ja bestimmt nicht schaden, noch ein paar Leuten zu helfen. Das wollte ich hören. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Reg, entschuldige, dass du warten musstest. Punkt Nummer 1. Ich bin froh, dass du offenbar noch lebst. Punkt Nummer 2. Aber warte doch mal, bis du siehst, was ich jetzt kann, Mann. Ich hab Schwerter und Raketen und Dämonen, die vom Himmel herabstoßen. Ja, klingt gefährlich und bescheuert. Und vielleicht auch ein bisschen cool. Danke. Ich kann's kaum erwarten, das an Augustine auszuprobieren. Aus dem Nichts zu melden. Die Mission ist abgeschlossen. Wir gucken uns mal, was sie... Video. Wunderbar. Gut. Haben wir immer noch eine Drohne, die gerade hier rumflattert, ne? Sehe ich gerade. Also, meinst du, du kannst mir bei etwas helfen? Ich habe ihre Signale beobachtet und glaube, die Akulas planen was Großes. Klar, Mann. Ich bin dabei. Gut. Komm in mein Reich, dann schmieden wir einen Plan. Achso, das sind unsere Freunde, ne? Oh, das hat ganz schön Power. Yeah, nice. Schön, dass die Engel jetzt zumindest unsere... scheinbar unsere Freunde sind. Gut, da vorne ist immer noch eine Drohne. Aber die kümmern wir uns in der nächsten Folge bei Let's Play Infamous Second Son.